So Leute, willkommen zu einem neuen kleinen Informationsvideo für euch bezüglich der FIFA 18 Let's Play Karriere, die ich vorhabe zu machen. Ja, ich hatte gerade ein bisschen Schluck auf noch, deswegen war es gerade ein bisschen, kam es mir zumindest vor, langsam diese Ansage. Ja Leute, ihr habt abgestimmt. Erstmal danke an Sensationelle. Ich werde euch jetzt die Statistik einblenden neben mir irgendwo. 55 Leute, die abgestimmt haben. Und ja, wie man unschwer erkennen kann, die dritte Liga hat gewonnen. Fand ich jetzt nicht sonderlich überraschend, dass die dritte Liga gewinnt. Ich fand es nur ein bisschen schade für mich. Denn ich persönlich hätte mir die Premier League oder die La Liga oder Ligue 1 oder sowas gewünscht. Denn die dritte Liga ist doch schon ziemlich viel auf YouTube vertreten. Nichtsdestotrotz habe ich ultra Bock auf das Projekt, habe ich ultra Bock. Vor allen Dingen ist es eine Sache, die ihr euch wünscht, und dann solltet ihr das bekommen, oder die Mehrheit wünscht sich das, dann solltet ihr das natürlich bekommen. Und deswegen gibt es für euch jetzt in der Beschreibung eine neue Abstimmung bezüglich der Vereine, die wir oder die ihr zur Auswahl habt. Ich habe einfach alle reingepackt, die es in der dritten Liga gibt. Da kann sich auch dann keiner beschweren, dass ich irgendeinen Verein rausgelassen hätte. Eine Neuerung gibt es diesmal. Ihr habt die Möglichkeit, mehrere Vereine gleichzeitig zu wählen. Ja, ihr könnt also von mir aus alle, jedem Verein in der Liga eine Stimme geben. Solange am Ende dann ein Verein sich rauskristallisiert, den wir dann nehmen werden. Ja, und wenn wir wenn wir Stechen haben zwischen zwei Vereinen, dann werde ich es so machen, dass ich selber entscheide, welchen Verein von beiden ich nehmen werde. Einfach, dass ich dann noch meine Stimme da drauf gebe, weil ich werde bei der ganzen Sache nicht mit abstimmen. Das sollt komplett ihr als Community entscheiden. Und allein, dass 55 Leute abgestimmt haben, ist es einfach schon so ultra fett, wie ich finde. Und das gibt einem so ein geiles Gefühl, dass 55 Leute da abgestimmt haben. Finde ich mega nice von euch, Leute, dass ihr da so aktiv hinterher seid. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich habe Spaß dabei. Ich habe riesen Bock. Ich denke, wir werden die neue Abstimmung jetzt auch so 4 Tage bis Montag vielleicht laufen lassen. Und vielleicht gibt es ja dann ab Dienstag oder Mittwoch schon den ersten Part der FIFA 18 Karriere. Ich habe mega Bock und ich bin auch ultra gespannt, was wir aus diesem Verein, den wir dann nehmen werden, was wir machen und was ihr da für Vorschläge habt. Ja, dann würde ich sagen, macht euch einen schönen Abend. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Macht weiter so. Und ich hoffe, viele Leute stimmen jetzt auch wieder ab. Oh. Mann, ey. Immer dieser Schluck auf. Ich glaube, das kommt echt, wenn ich zu schnell rede. Naja, Leute. Macht's gut. Bleibt geschmeidig. Und wir sehen uns dann am Montag oder am Dienstag in der neuen Folge FIFA 18 Karrieremodus. Ich glaube, das ist das erste Mal auf dem Kanal, dass ich einen Karrieremodus in FIFA mache, ne? Ja. Oh, dann wird, freut euch da auf einiges, weil das wird lustig, wenn ich versuche zu kommentieren und gleichzeitig nicht der allerletzte FIFA-Spieler auf dieser Erde zu sein. Es wird sehr, sehr interessant werden, glaube ich. Das wird eine sehr, sehr neue Erfahrung werden und ja, es wird, glaube ich, mich am Anfang sehr, sehr an meine Grenzen führen, was FIFA angeht. Zumal wer ein paar Streams geguckt hat, der wird feststellen, dass ich in FIFA sehr gerne sehr schnell salzig werde. Was ich dann aber für die Karriere versuche abzustellen, natürlich. Ja gut, Leute, macht euch einen schönen Tag. Stimmt fleißig ab unten in der Beschreibung. Und ja, ich schneide das Video jetzt, lade das direkt hoch. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.